Trinke aus. Das ist komisch. Es müsste eigentlich schläfrig machen. Ich fühle mich kein bisschen schläfrig. Was passiert? Er fühlt sich tot. Sagte also der Leichenbestatter? Ich wollte ein Sargträger werden, aber ich bekam Asthma von der feuchten Erde. Du bringst mich zum Platzen, Mord. Also was ist mit dem neuen Kerl? Oh, er ist jetzt schon eine Stunde so. Der ist hin. Der wird wieder zu sich kommen. Ich weiß nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass er tot ist. Ich schätze, das ist dann das Ende des Spiels. Was ist jetzt? Wo er die Hauptperson des Spiels ist und so. Komisch. Ich dachte, man kann in Adventures von LucasArts gar nicht sterben. Vielleicht probieren die jetzt was Neues. Soll ich mich um ihn kümmern? Würdest du das? Es ist schlecht fürs Geschäft, wenn er so da liegt. Ruhe in Frieden und all das. Okay. Ende. Haben wir das Spiel durchgespielt. Das nur von 800 Punkten erreicht. Sind gestorben. Credits. Ich bin nicht wirklich tot. Egal. Credits spielen. Oh, hör auf damit. Okay. Noch nicht zu Ende. Der Meister hat bisher gut geklappt, das können wir vielleicht. Tja. Aber wie? Er ist scharf. Nein. Es ist der Meißel des Totengräbers. Tja, also ich komme jetzt hier raus. Wir können mit nichts interagieren hier. Okay, hier ist ein Sarg. Ach, das ist unser Sarg, nicht der in der Mitte. Und der hier. Huch? Wo kommt dieses verräterische Hämmern her? Oh nein. Es kommt aus einem der Särge. Von den Toten. Von den Toten, die mich umgeben. Sie müssen mein schreckliches Geheimnis kennen. Sie werden mich nie ruhen lassen, bis ich für das Unrecht, das ich begangen habe, bezahlt habe. Ein Moment mal, ich habe gar kein schreckliches Geheimnis. Na komm. Sarg aufmachen. In der Mitte. Aha. Wow. Ach du Schreck. Ich bin froh, dass ich aus der Sache raus bin. Obwohl es ein geräumiges, komfortables Modell mit viel Bewegungsfreiraum war. Hallöchen. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Ja, nun... Natürlich, Guybrush Threepwood. Du bist der, der mich hier eingesperrt hat. Ja, weißt du, ich wollte... Nein, ich will nichts hören. Das war die beste Zeit meines Lebens. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken, weißt du? Wahrscheinlich in Teil 2. Über die Dinge, die wirklich zählen. Ich weiß nicht, ob du es in Betracht gezogen hast, Sohn. Aber lebendige Begräbnisse sind hier in der Karibik kein ungewöhnliches Ereignis. Das wusste ich nicht. Nicht zu erwähnen die Piratenüberfälle und tödlichen Seekämpfe. Riesige, menschenfressende Reptilien. Gefährliche Treibsandgruben. Schießwütige Duellanten. Und natürlich diese lästigen Untoten. Hast du einmal daran gedacht, was mit deinem Lieben passiert, wenn dich dieses grausame Schicksal ereilt? Tja, nein, aber... Nun, du hast natürlich eine Menge Zeit, darüber nachzudenken. Oder nicht? Ich bin einer der Glücklichen. Ich war tot. Es hat mir eine ganz neue Lebensperspektive gegeben. Ein Leben, das ich der Bemühung widme, dass die Lebensversicherungswünsche der Leute erfüllt werden. Hier, nimm eine meiner Visitenkarten, die ich habe machen lassen. Mensch.
Wenn du in diesen Sarg eingesperrt warst, wie konntest du dann Visitenkarten machen lassen? Jetzt ist nicht die Zeit, sich um technische Einzelheiten zu kümmern, Sohn. Jetzt ist die Zeit, sich zu fragen, bist du versichert? Geh jetzt und lass mich mein Büro einrichten. Wir sitzen hier fest. Die Tür ist verschlossen. Quatsch. Das ist eine von Stans kuscheligen Gruften, ausgestattet mit einem Sicherheitsöffnungsmechanismus. Einfach hier an dem Griff wackeln. Interessante Sache hier. Okay, wir können jetzt raus. Oh, ein Sargnagel. Nimm jetzt noch ein paar Sargnägel mit. Schaden kann das nicht. Nimm jetzt eine Sargnägel mit. Vielleicht müssen wir mal jemanden entsargen. Vielleicht müssen wir ihn wieder einen Sarg einsperren, dann brauchen wir die Nägel dafür. Okay. Zurück ins Hotel. Wir nehmen noch. Hallo Leute, ich vermute, ihr fragt euch alle, wie es sein kann, dass ich von den Toten zurückgekehrt bin. Keine Fragen an den toten Typen, der wieder unter den Lebenden wandelt? Keine Fragen wie, ist da ein Leben nach dem Tod oder gibt es einen Himmel? Wird es ausreichend Parkplätze geben? Schön, dann eben nicht. Ich werde euch nicht mal was über das Jenseits erzählen, wenn ihr mich anflehen würdet. Tja, also... nein. Ich bin hier... Madame Zima, ich... Hinfort! Ich bin tatsächlich gestorben. Du hast recht. Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Wer sind Sie? Ich bin Grieswald, letzter der Meistersuppes und Eigentümer dieses Hotels. Sie haben vielleicht von uns und unserem Suppenrestaurant Imperium gehört, das sich über die ganze Karibik erstreckt. Nun. Das war einst unser prächtigster Erholungsort. In den letzten Jahren sind jedoch harte Zeiten über die Familie Meistersuppe hereingebrochen. Und sie haben mich alleine in diesem modrigen Hotel gelassen. Das Meistersuppe Kolonialhotel und Casino. Tja, na, jetzt können wir ihn befragen, vielleicht weiß er was. Was wissen Sie über den verlorenen Ring von Blood Island? Ah, das ist ein sehr trauriges Kapitel in der Geschichte meiner Familie. Meine Großtante, Ministrone Meistersuppe, war ein gut situiertes Mitglied der Blood Island Gesellschaft. Ihre einzige Schwäche war ihre romantische Art. Sie hatte etwas übrig für Piraten und für einen davon ganz besonders. Er kam in den Hafen, sie verliebte sich auf der Stelle und innerhalb einer Woche waren sie verlobt. Dann... am Abend vor ihrer Hochzeit stahl er den fantastischen Meistersuppe-Diamanten von ihrem Ring und verkaufte ihn an Schmuggler auf der Totenkopfinsel. Sie trug den leeren Verlobungsring an ihrem Finger bis zu dem Tag, an dem sie starb, welcher nicht viel später war. Manche sagen, dass sie immer noch in der Gruft der Familie Meistersuppe spukt. Es ist eine traurige Geschichte, oder? Oh, Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Können Sie das wiederholen? Hau bloß ab, Suppenkasper! Tja, also... ich dachte, wenn ich sterbe, werde ich bei Ihrer Tante beerdigt. Nun, ist das nicht einleuchtend? Man kann nicht in der Familiengruft der Meistersuppes beerdigt werden, wenn man kein Mitglied der Familie Meistersuppe ist. Ein Mitglied der Familie, was? Onkel Griswold, ich bin es. Erkennst du mich nicht? Sie erkennen? Ich habe sie noch nie im Leben gesehen. Wie ist ihr Name? Also... ein Topf mit Schinken. Ein Topf mit Schinken? Eigentlich ist mein Name Reinhold Mitschinken Meistersuppe. Ein Topf ist nur ein Spitzname. Ich kann mich nicht an Verwandte mit diesem Namen erinnern. Verdammt. Ich könnte mich den ganzen Tag über die Geschichte der Meistersuppes unterhalten. Nun, das ist eine wunderbare Gelegenheit für uns, die alten Zeiten nachzuholen, was? Erinnerst du dich, als unsere Familie zum ersten Mal nach Blood Island segelte?
Ich? Ja, ich krieg jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ach ja, wann war das noch? 1483? 1433? Zwei? Nein. Ich kann nicht glauben, dass einer der Blutsverwandten derer von Meistersuppe das Erbe unserer Familie nicht kennt. Tja, also... Erzählen Sie mir noch einmal die ganze Geschichte mit dem Ring. Der Verlobte meiner toten Großtante stahl den Diamanten und verkaufte ihn an Schmuggler auf der Totenkopfinsel. Sie trug den Verlobungsring bis zu dem Tag, an dem sie starb. Und sie liegt begraben in der Gruft der Familie Meistersuppe. Gestorben an einem gebrochenen Herzen. Okay. Wie läuft das Geschäft? Oh, ich brauche noch etwas zu trinken. Nicht gut, nehme ich an. Sehen Sie sich um. Keine Gäste, kein Essen, keine Unterhaltung. Nicht einmal die Kannibalen kommen her. Mein einziger Stammkunde ist eine alte, unheimliche Wahrsagerin, die allen einen Schrecken einjagt. Das soll natürlich keine Beleidigung sein, Madame Xima. Dein Erstgeborenes soll die Pocken kriegen. Ja. Ach, das ist eine Schande. Entschuldigung, dass ich damit angefangen habe. Hier ist es ja wie ausgestorben. Sie sagen es. Keine Gäste, kein Essen, keine Unterhaltung. Wenn ich nicht so stinkreich wäre, müsste ich mir Sorgen machen. Warum versuchen Sie nicht, dem Ort ein bisschen Leben einzuhauchen? Ich kann nicht dieser Unterhaltung wieder entkommen. Das ist eine ganz schöne Geschichte. Vor Jahren war dieses Hotel eins der heißesten Reiseziele in der Karibik. Die Leute kamen aus aller Welt, um unsere weltberühmte Abendshow zu sehen. Vielleicht haben Sie den ungewöhnlichen Grill draußen auf der Veranda gesehen. Nein. Nun, dieser Grill war Kernstück unserer abendlichen Unterhaltung. Ist ein Grill nicht die zentrale Attraktion der meisten anspruchsvollen Aktivitäten des Nachtlebens? Möglich, aber niemand hatte einen Grill wie diesen. Jeden Abend versammelten sich die Gäste auf der Veranda und genau um 6 Uhr. Okay. Haben Sie Gedichte im Originaltext rezitiert? Nein. Wollen Sie die Geschichte hören oder nicht? Entschuldigung, ich bin so fasziniert. Bitte machen Sie weiter. Nun, jeden Abend, genau um 6 Uhr... Wie lange hängen wir noch hier noch im Gespräch? Aus. Und die Lava floss an der Seite des Bergs herab in eine spezielle Rinne, die unter dem Grill war. Die Gäste waren hin und weg. Hört sich lustig an. Ich halte sie nicht länger von ihrer Arbeit ab. Okay. Was wir jetzt machen können, ist auf jeden Fall hier. Wir haben jetzt den Hammer, hatten wir vorher noch nicht. Und noch bestimmt jetzt den Nagel. Nageln. Oha. Okay, das können wir nicht. Und es jetzt an uns nehmen irgendwie. Das wäre doch. Und ein Nagel. Das Porträt können wir nicht aufheben. Mit dem Meißel. Sind noch mehr Porträts. Sie sind an die Wand genagelt. Sie sind an die Wand genagelt. Peter und Victoria Soße Meistersuppe, Graf und Gräfin von Konsum. Ja.
Können wir hier vielleicht irgendwie auch mit dem Hammer was machen? Einen Nagel reintreiben. Erst muss ich das Bett runterziehen. Aha. Festnageln das Bett. Ich komme nicht dran. Verdammt. Ich kann den Nagel damit nicht benutzen. Ich kann den Nagel damit nicht benutzen. Es ist bereits ein Nagel in der Tür. Ich habe keine Verwendung für die Porträts der Familie von Salat. Ich kann den Nagel damit nicht benutzen. Na, womit denn sonst? Noch mehr Porträts. Es ist die Herzogin Creme von Meistersuppe, eine der Nudelmeistersuppes. Es ist Graf Gaspacho Meistersuppe, der kaltherzige Konservendosenmagnat. Dann müssten wir jetzt nicht hier. Ich komme den Nagel wieder. Tja, also. Da müssen wir doch das ist. Nochmal das Brett fest, das Bett festnageln. Das Fenster mit dem Hammer einschlagen. Ja, vielleicht. Ich kann den Hammer nicht damit benutzen. Aber wie? Ich kann den Hammer nicht damit benutzen. Ich bin sicher, dass da nichts außer einer dieser Hotelbibeln drin ist. Tja, also. Mit ihm nochmal reden. Wie komme ich rüber zur Totenkopfinsel? Nun, es gab eine regelmäßige Fähre zur Totenkopfinsel. Gab es? Ja, in einer kalten Nacht, so erzählt man sich, stach der Waliser sein Ruderboot in See. Der dichte Nebel um die Totenkopfinsel verdeckte sogar den Mond. Aber der Waliser konnte das entfernte Licht des Leuchtturms von Blood Island sehen. Als er die halbe Distanz gerudert hatte, zersprang das Licht des Leuchtturms auf mysteriöse Weise. Und der arme Waliser war verloren und wurde beinahe nie mehr gesehen. Beinahe? Nun, es gibt einige, die sagen, dass spät in der Nacht, wenn man lange genug in den Nebel starrt, der fliegende Waliser zu sehen ist. Wie er in seinem Ruderboot fährt, verloren bis in alle Ewigkeit. Gruselig. Tja. Ich könnte mich den ganzen Tag über die Geschichte der Meistersuppes unterhalten. Ich bin immer noch nicht überzeugt. Jeder Meistersuppe ist bestens über unsere noble Familiengeschichte informiert. Wenn sie etwas über unsere Familie gewusst hätten, hätte ich ihnen geglaubt. Hier ist es ja wie ausgestorben. Sie sagen es. Keine Gäste, kein Essen, keine Unterhaltung. Wenn ich nicht so stinkreich wäre, müsste ich mir Sorgen machen. Aha.
Ach, das ist eine Schande. Entschuldigung, dass ich damit angefangen habe. Diesem Gespräch zu kommen ist auch schwierig. Tja. Ich möchte einen Drink, bitte. Genau. Ein Drink. Lass mal stehen. Ja, also. Oha. Was ist denn hier passiert? Willkommen zurück bei Stans Allgemeine. Schreibtisch untersuchen. Nein. Und jetzt hier ein richtiges Büro hier eingerichtet. Du hast mich überzeugt. Ich will eine Versicherung abschließen. Eine kluge Wahl. Und eine, die du nicht so schnell bereuen wirst. Die Frage ist nicht, ob du dir eine Versicherungspolice leisten kannst oder nicht, sondern ob du es dir leisten kannst, keine zu haben. Wo wir gerade dabei sind. Kannst du dir eine Versicherungspolice leisten? Nun, wie viel kostet sie denn? Oh, das hängt von einer Reihe Faktoren ab. Wie hoch die Deckungssumme sein soll, wie viel du ausgeben willst. All diese hochkomplizierten fließenden Gleichungen und so weiter. Aber ich will dich damit nicht langweilen. Ich frage dich nur eins. Wie viel Geld hast du? Nun, ich habe dieses Spielgeld. Ja. Vielleicht habe ich dich ein wenig durcheinander gebracht. Obwohl mich nichts mehr erfreuen würde, als dich hier herauszuschicken. Mit dem Seelenfrieden, das für deine Familie im unwahrscheinlichen Fall deines Todes gesorgt ist, muss ich hier ein Geschäft führen. Wenn du mir nicht wenigstens eine Bürgschaft vorweisen kannst, kann ich dir keine Police geben. Aha. Wie wäre es mit einem enormen, unverfluchten Diamanten? Wie wäre es damit? Hast du einen gewaltigen Diamanten, der nicht mit einem Fluch belegt ist? Okay, nein. Aber ich bin ungefähr so nah dran, einen zu bekommen. Nun, ich bin nahe daran zu glauben, dass du versuchst, meine Großzügigkeit auszunutzen. Vielleicht möchtest du mir ein ernsthaftes Angebot machen. Also... Diese antike, mundgeblasene Flasche mit reicher, cremiger Rasierseife. Für die Bestie im Mann. Kein Interesse. Diesen einzigartigen Big Whoop Kühlschrankmagnet. Von Sammlern begehrt. Besser nicht. Tja, also... Sargnägel, in allen Formen und Größen. Kaum benutzt. Kein Interesse. Kannst du es heute im Inventar haben. Diesen feinen Regenschirm mit Bambusgriff. Das ist ein großartiges Geschenk. Du scherzt wohl. Dieses attraktive Holzhammer- und Meißel-Kombinationsset. Man kann sie einzeln oder zusammen benutzen. Besser nicht. Diese höchst präzise Karte von Blood Island. Ich kann garantieren, dass es absolut keine zweite dieser Art gibt. Besser nicht. Tja. Dieses authentische Piratenüberbleibsel. Ein originaler Zahn eines echten Piraten. Einzigartig. Ist das echtes Gold? Das Beste weit und breit. Nicht mal mehr Spucke drauf. Nun fängst du an, meine Sprache zu sprechen. In Ordnung. Lass uns einen umfassenden Plan ausarbeiten, der deinen Bedürfnissen entspricht. Und du kannst sicher sein, dass deine Familie nach deinem bedauerlichen Ableben gut versorgt ist. Was genau sind die Bedingungen dieses Plans? Es ist ganz einfach, mein Sohn. Wenn du stirbst, bekommt der Besitzer dieser Police eine Riesenmenge Geld. Eine Riesenmenge Geld? Puh, ist genau das richtige Wort dafür. Nun, ich möchte, dass du da draußen vorsichtig bist. Okay, das bin ich. Danke. Nein, das ist mein Ernst. Ich möchte, dass du sehr, sehr vorsichtig bist. Werd ich. Okay. Jetzt haben wir eine Versicherung abgeschlossen. Geschäftsführer-Ding. Nein. Was macht diese Dinger so beliebt in Büroeinrichtungen? Nein. Das sind diese
Die Dinger, wo die Mummeln hin und her schaukeln, das ist. Ja. Nein. Nein. Ein Wasserkühler. Was der hier alles hergebracht hat in die Gruft. Piraten trinken kein pures Wasser. Nein. Ja, sehr schön. Können wir jetzt vielleicht hinein? Es ist fest verschlossen. Tja, also. Hier kommen wir auch nicht voran. Tun wir hier vielleicht noch. Nur mal so eine Idee. Wir müssen Käse meißeln. Ui. Jetzt haben wir Tofu und Käse. Im Inventar, was auch immer uns das bringt. Das Porträt können wir wirklich nicht aufheben. Da können wir auch nichts machen. Meister Super Familiengeschichte, das bräuchten wir irgendwie. Irgendwie. Versicherungspolice. Okay. Wie komme ich an das Buch ran? Ich komme nicht ran. Da fällt mir nichts mehr ein. Zu den Kannibalen zurück vielleicht. Ins Dorf. Brauchst du vielleicht ein bisschen Käse, was wir hier gefunden haben? Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Nicht? Leckerer Käse. Wer denn was gegen leckeren Käse? Ich glaube nicht, dass er das... Versicherungspolice. Ich glaube nicht, dass er das... Mit Käse aufs Buffet legen. Ich möchte den Käse nicht damit benutzen. Okay. Tja, also. Da ich auch gerade keinen Plan habe, wie wir hier weitermachen. Vielleicht können wir den Käse hier mal eben in die Nacho-Maschine. Sie ist kaputt und schmilzt den Käse nicht. Okay, ja. Na dann. Würde ich mal sagen, beenden wir diesen Stream an dieser Stelle, diese Aufnahme, diesen Part. Ja, machen wir am nächsten Stream weiter, schauen wir mal, wie wir hier weiterkommen. Ist alles ziemlich verwirrend gerade. Hier haben wir noch einen Poster, das haben wir noch nicht untersucht, können wir auch noch mal machen. Ansonsten, ja. Das möchte ich nicht. Be a Ghostman. Okay. Ein Gorkman. Ja gut, dürfte mich noch umsonst gefallen haben lassen, aber da ihr neu seid auf YouTube. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.